Hallo und ganz herzlich willkommen, es ist Zeit für eine neue Challenge hier auf dem Kanal und zwei braucht, das ist der Titel dieser heutigen Challenge, warum das so heißt, werden wir uns gleich angucken, genauso natürlich wie ihr die Challenge besiegen könnt, heute ein bisschen andere Vorgehensweise, weil wir heute das alles in einem machen, die Challenge ist relativ einfach, da brauchen wir keinen schnellen und detaillierten Vorgang, keine detaillierte Vorgehensweise. Ihr könnt Merchboxen gewinnen, Clash-Merchboxen, und zwar nicht nur ihr, auch noch eure Clan-Kollegen. Das bedeutet, du plus maximal 49 andere Leute, ihr könnt eine super Merchbox gewinnen. Unter allen Teilnehmern dieser Challenge wird das ausgelost. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Natürlich, wenn euch der Kanal gefällt, wenn euch die Sachen gefallen, lasst doch gerne mal ein Abo da, es ist kostenlos, du kannst deine Meinung jederzeit ändern. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, Creator-Code MBF und jetzt mal direkt rein in die Challenge. Was haben wir hier? Zwei braucht's natürlich, ne? Wir sehen das jetzt hier überall zwei Stück von vorhanden, bis auf die Mauerbrecher, da haben wir vier Stück von. Also, Vorgehensweise ganz einfach. Superbogies schießen nach da, kümmern sich dann schon mal um diesen ganzen Krempel hier. Natürlich unsere kleinen Kobolde plus die Bogies kümmern sich hier um diesen ganzen Krempel. Dann ist da schon mal alles weg. Natürlich noch mit Hilfe der Superbogies, die schießen auch schon mal in ein paar Richtungen, ne? Ihr wisst es. Dann nehmen wir die Blitze hier und blitzen da. Und da, dann ist das schon mal alles weg. Natürlich, die Altare sind weg, die Helden laufen natürlich immer noch darum. Trotzdem, die anderen Truppen werden sie komplett ignorieren und das ist genau das, was wir wollen. Weil die hier alle auf Level 50 sind, wollen wir sie ignorieren und uns nicht in einen Kampf verwickeln lassen. Ansonsten, hier sind überall Skelettfallen, hier sind überall Sprungfallen, hier sind nochmal überall Luftfallen, genauso wie hier oben auch, also suchende Luftminen. Ganz gefährlich für unsere E-Drags, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Sprungfalle und Riesenbombe, also überall relativ viele Fallen, aber die können wir auf jeden Fall umgehen. Wir haben Single Infernos, aber ich habe es ja gesagt, unsere Superbogies machen da schon mal am Anfang relativ viel kaputt. Und ja, den Rest, den werdet ihr jetzt sehen. Wir spielen das nämlich jetzt. Das ist relativ einfach, eine relativ einfache Challenge. Ihr kriegt das hin, ich glaube an euch. Bleibt dran und nun viel Spaß. Fantastic. So, es geht los, Freunde. Wir fangen mal direkt an. Und zwar habe ich ja gesagt, wir setzen die Superbogies dahin. Dann setzen wir einen Kobold auf die rechte Seite ans Lager, auf die linke Seite. Dann nochmal Bogie rechts und links. Und was machen die jetzt? Die kümmern sich natürlich jetzt schon mal um einiges. Zunächst einmal natürlich um das Dunkellager. Dann ist natürlich noch die Arterdef dahinter. Dann ist der Inferno dahinter. Bedeutet, die Infernos sind gleich schon mal direkt kaputt. Arterdef hat ein bisschen mehr Trefferpunkte. Das dauert noch ein bisschen länger. Wir blitzen auf der linken und rechten Seite schon mal die Altare der Königinnen und der Könige. Dann ist das auf jeden Fall schon mal weg. Tja, die können uns dann nämlich gar nichts mehr, die Surferkönige und auch die Königinnen. Da haben die dann schlechte Karten. Was machen unsere Superbogies? Die gehen jetzt zwar so ein bisschen zur Seite, kümmern sich um das dunkle Lager, macht aber nichts. Wir müssen einfach nur ein bisschen Geduld haben. An dieser Stelle müsst ihr mal ganz kurz ein bisschen warten, denn gleich drehen sie sich und dann schießen sie noch in die Richtung. Sie schießen natürlich auch gleich noch in die Richtung. Bedeutet, das wird gleich weg sein, das wird gleich weg sein und natürlich die Adlerdevs auch. Und wenn das weg ist, vor allem natürlich, wenn die Luftabwehr gleich weg ist, dann kommen unsere E-Drags viel besser zur Geltung. Und was machen wir dann als nächstes? Wir sprengen da auf. Dann nehmen wir unsere Fledermauszauber. Setzen die hier in die Mitte, damit natürlich die Inferno schön abgelenkt sind. Und dann ist es, ich kann es euch sagen, dann ist es im Endeffekt ein Selbstläufer, dann kriegt ihr das super easy hin. Wir werden jetzt mal eben warten, bis das noch weg ist. So, warte. Die Kobolde haben auch eine ganz geile Funktion noch. Die laufen nämlich jetzt noch da oben hoch und decken jetzt noch ein paar Fallen auf da oben. Passt mal auf, ding, da sind nämlich noch ein paar Fallen, die zwar sowieso nicht ausgelöst wurden, aber naja. So. Die Adlerdevs sind weg, unsere Mauerbrecher gehen jetzt da drauf. Zack, zack, zack. Ah, easy peasy. Jetzt kommen die E-Drags, Fledermauszauber natürlich in die Mitte, Valkyren, Bowler. Wir haben ja noch sogar eine von den Super-Bogies übrig. Die andere war jetzt da unterwegs, ist aber jetzt draufgegangen beim Minenwerfer. Und jetzt laufen die Valkyren da rum, decken jetzt gleich die ganzen Skelettfallen auf. Wenn das Rathaus weg ist, dann laufen sie jetzt so einen kleinen Linksknick um das Rathaus herum. Nämlich jetzt, aber das macht nichts, weil die halt super stark sind. Die sind super stark gegen die Skelettfallen. Und die, ja, die Doppelkanone kann uns auch nichts. Der eine E-Drag, ihr seht, das ist jetzt schon kaputt gegangen. Da sind nämlich einige Luftfallen oben, ich hab's ja gesagt. Der andere folgt jetzt gleich, nämlich jetzt, ding, 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 auch kaputt. Aber wir sehen das. Es ist nichts mehr da, was uns noch Probleme bereiten könnte. Die Valkyrie hat sich entschieden, noch einen kleinen Abflug zu machen am Ende. Macht aber nichts, weil wir es jetzt easy peasy geschafft haben. Jo.
Ich glaube sogar 32 Sekunden, ja, 32 Sekunden Rest, also relativ einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt mich doch gerne, indem ihr den Creator-Code MBF eingebt oder in klein geschrieben geht das natürlich auch, MBF. Und dann sage ich mal, sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Schaltet wieder ein. Dankeschön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.